Das war Absicht. Zwischen guten Witzen müssen auch schlechte sein. Das wäre ja Justus total aufgeschmissen mit seinem Scheiß. Was ist der Gegner von Batman? Goodman. Scheiße, ist der flach. Was du darüber? Ja, aber die meisten werden jetzt denken Joker und dann sagt man nein, Goodman. Ja. Oh Gott. Ja, das haben wir jetzt schon zweimal drin. Ja, na und? Ich denke mal, der dämlichste Witz, den ich jemals irgendwo gehört habe, ist der Sekundenwitz. Ich glaube, da wird mir jeder zu. Ja, ich stimme jetzt nur. Kann ich nicht. So, komm, kennst du den Sekundenwitz? Schon vorbei. Das ist der gammeligste Witz, den ich jemals irgendwo gehört habe. Und ich glaube, es gibt keinen gammeligeren. Oh, Moment, Moment, ich weiß, was ich jetzt sage. Wenn doch, schreibt's in die Kommentare. Oh, hier sind schon wieder drei Melonen. Oh, du bist bei mir. Ja. Ja, farm hier ruhig. Ich wollte gerade sagen, ich baue mir einfach die ab, die gerade da sind. Ich komme mal bei dir rein. Ich bin extra auch noch einen Umweg gelaufen. Sehr schön. Ah, Spinnenauge habe ich auch schon. Boah, du hast noch zwei Emeralde. Nice. Ja. Ich gehe da mal wieder. Emeraldi. Ich hab schon wieder so viele Zombies auf einmal. Ich will irgendwann mal eine mega fette Mob-Trap bauen. Ja, das hatte ich auch vor, das können wir ja gemeinsam machen. Ja, das hat dabei Cave-Spider-Spawner. Den stellen wir dann hin und das ist dann die Grundlage. Ja. Hinstellen. Also der steht da ja schon, den hohen, also den, das ist die Grundlage dafür dann, weißt du? Ja. Wäre nicht schlecht. Weil die bringen am meisten Erfahrung, die Viecher. Echt? Ich bin schon fast Level 19. Ich auch. Liegt aber daran, dass ich eben in der Nacht die ganze Zeit ums Dorf gelaufen bin und mit einem Eisenschwert und alle Mobs verprügelt habe. Ich nicht. Das liegt daran, dass ich irgendwie 5-6 Kohle habe inzwischen. Ein Moment. Bam. Ist gleich für den Arsch. Vor allem grabe ich mich. Oh, ist auch schon mal nicht schlecht. Ich mache euch gleich einen gegen Geschenken, weil ich so nett bin. Und der Server leckt gerade ein wenig. Ja. Und Raphael, mach dich mal ein bisschen lauter, bist voll leise. Ja. Ich bin immer so leise, ich kann ja nichts für. Doch, nein, jetzt bist du wieder lauter. Leise. Na toll, ja, das liegt daran, wie doll ich mein Mikrofon gegen meinen Mund drücke. Jetzt muss ich mich durch Hand mit Hand durch die letzten Steine boxen. Na geil. Oder sehr Moment. Interessant. So. Ich komme gleich vorbei und mache euch allen ein Geschenk. Das ist schön. Das geht doch schneller als man denkt. Nein, ich hasse Dächer zu bauen. Wieso? Weil sich die Treppen immer drehen. Ah, jetzt geht's. Ist eigentlich gerade Tag oder Nacht? Tag. Oh, das ist gut. Es ist kurz nach Mittag. Hat schon jemand Redstone? Was ist? Hat schon jemand Redstone? Nein. Wow, wo bin ich hier? Ich glaube, ich bin irgendwie weit weg vom Dorf. Ich komme mal wieder zum Dorf. Ich habe das Gefühl, ich bin in der Nähe von unserem Spawn wieder gelandet, also im Eis. Wir haben auch ein Eisgebiet direkt neben uns, ne? Ich wollte gerade sagen. Ja, oder an dem, keine Ahnung. Verdammt, dann
mich auf irgendeinen Berg und guck von da aus mal. Jetzt kommst du, findest keinen Berg. Ja, nö. Ich erklimme gerade einen. Kein Berg in dem Sinne, aber. Hügel. Ja, auch. Erhöhung. Gut, also Hügel. Hohes Plateau. Oh, ja. Ich sehe Wiese, eine ganz weite Fläche. Ziemlich geil. Mhm. Ansonsten nur Eis, aber meine Render Distance ist auch nur mittel, weil sonst meinen wir mal Minecraft abkackt. Ich erhöhe die mal. Wenn du eine ganz glatte Dings siehst, wo ein Fluss durchführt, dann habe ich offiziell die Erlaubnis, dich zu töten. Nee, nee, ich sehe so ein Dings, Flachlandbiom, weißt du? Ja. Ja, und da ist ein... Und darunter geht ein Fluss entlang und das trennt das von Tundra, aber ich bin auf dem nicht drauf, keine Angst. Tundra? Also Eisgebiet oder was? Ja, das grenzt so aneinander. Ich bin noch auf dem Eis, keine Angst. Malte kriegt sofort Panik. Oh ja, hier auch so meine Tiere, das ist mein Landbesitz. Ich sehe darauf keine Tiere, aber ich bin auch nicht... Boah, hier sind mehr graue Schafe als weiße Schafe. Ja, die habe ich eben auch gesehen. Ich laufe einfach mal um das Gebiet herum und suche nach der... Soll ich dir die Koordinaten sagen, Raphael? Nein, sollst du nicht, sonst wär's ja langweilig. Oh, okay, ich weiß, wo ich hinbaue. Also das da hinten ist nur mein erster Unterkunft. Oh ja, mein Dschungel. Oh, Dschungel ist blöd. Dschungel ist geil, da gibt's, kann man so geile Sachen machen. Oh, es ruckelt ein bisschen bei mir. Bei mir voll nicht. Ja. Du hast auch nicht gerade deine Render Distance umgeändert. Das nervt. Und ich bin jetzt erstmal weg. Okay. Also am besten ihr beendet halt dann auch die Aufnahme. Bis dann. Alles klar, jo. Tschüss. Super, dann kann ich jetzt durch sein Gebiet durchlaufen. Hallo. Hallo. Das hat Malte ja toll gemacht. Ja. Moment. Jetzt bin ich bei so einem Wald, aber immer noch nicht. Scheiße, sag mir mal doch die Koordinaten. Ich bin bei x minus 700 oder so. Ist das noch drin? Z bei 800. Oh, gute Frage. Ja, anscheinend schon. Ah. Yo, Koordinaten bitte. Ich bin bei x minus 680, z 800. Ach, ich bin gerade bei deiner Hütte x minus 313, y... 67. Y. Ja, Y ist die Höhe. Z ist wichtig. Ja. Ach so. Nein. X und Z, doch. Y. Ach ja, stimmt. Z ist 787. Ach so, dann bin ich... Dann sind die Z-Koordinaten zumindest richtig. Also X... alles klar, dann laufe ich hier lang. Ich wäre genau in die falsche Richtung gelaufen. Das ist doch schon mal perfekt. Wären wir dich los gewesen. Ja. Schade, aber auch, es tut mir echt leid für euch. Ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Ja, das geht gar nicht. Gar nicht. Es sieht gerade aus, als würden die Massenpop machen. Wenn ihr gerade mein Bild hättet. Mach doch einen Screenshot, dann kann ich ihn kurz im Video einblenden. Ja, hab jetzt einen Screenshot. Das ist toll, dann musst du ihn mir gleich mal schicken. Aber nicht im Video. Nein, nein. Nein. Nein, nein, nein. Schick ich dir gleich später. Also Minecraft haben wir dann... Oh, ich hab eine Kuh gefunden und einen Tundra, dann gehört sie ja wohl mir. Ja. Und ein Schwein, das gehört dann ja wohl auch mir. Ja, Raphael, und du so viel musst anderer nicht... Scheiß, der gehört dann ja wohl auch mir. Du musst nicht alles kommentieren, was du findest. Musst du auch nicht, tust du trotzdem. Nein. Ich hab Sand gefunden. So viel das. Schön. Ich hab Kürbisse gefunden. Ich hab Schnee gefunden. Krieg ich jetzt eine Belohnung? Ich
hab Blöcke gefunden. Später bei uns vorbeikommen. Ich hab Blöcke gefunden. Malte wollte doch später bei uns vorbeikommen und uns was schenken. Ja. Verdammt, man krieg ich echt. Das Schwert krieg ich echt so viel Schaden. Ich seh's. Lol, jetzt weiß ich schon. Achso, ich bin ja auch die ganze Zeit dahin. Tja. Ich dachte immer, meine Orientierungssinn wäre besser. Von wo kommst du? Von dem Schneegebiet aus. Hier. Oh, ich seh dich. Ich seh die Mauer. Gut. Dann bist du mich nicht bei Malte rumgegangen. Das wollte ich gerade nur wissen. Was ist daran so schlimm, wenn man an Malte vorbeigeht? Ja, Malte will nicht, dass Raphael weiß, wo sein Haus ist. Warum? Weiß ich doch nicht. Ich bin der Einzige, der es weiß bis jetzt. Das ist mir doch egal. Wenn ich die Gelegenheit habe, dann baue ich ein Haus so ultra weit von euch weg, dass ihr niemals auch nur ansatzweise drauf kommen werdet, wo das ist. Ich schwör's euch. Werden wir sehen. Okidoki. Ich verfolge dann ganz miesen Plan. So much trash! Hat zufällig jemand noch Wolle für ein Bett? Ich hab nur noch ein Stück Wolle. Oh. Kannst du aber haben, wenn du willst. Warte mal, wie viele Fäden habt ihr? Fäden? Gar keine. Ich treffe irgendwie keine Spinnen. Ich kann mal nachgucken. Ich habe eben ziemlich viele Spinnen abgemesselt. Aber ich habe selbst noch kein Bett. Ich habe nur 12 Fäden, also vergiss es. Ah, da draußen sind 5 Spinnen. Ja, ich habe jetzt genug Wolle für mein Bett, aber nicht für ein weiteres. Hey, ich habe 2 Fäden schon. Boah, du scheiß Skelett, du gehst jetzt nicht auf unsere Felder. Ich dachte, du gehst nicht auf unsere Felder. Wenn es nur drauf geht, dann zerstört es das ja nicht. Lol, auf der Seite ist die Mauer ja noch in Sicht. Na egal. Woohoo! Achtung, 2 Creeper kommen. Sehe ich. Hier ist ein Zombie. Ups. Danke. Mein Schwert ist voll geil. Hinger, Hinger, Dinger. Ich baue mal die Mauer ein bisschen weiter. Ja, wenn du Stein hast, auf jeden Fall. Ich gehe jetzt in den Untergrund Stein farmen. Nur für die Mauer. Ich nicht, nur für die Mauer. Piss dich raus. Sowas sagt man nicht. Doch, zu Zombies schon. Okay. Zombies sind was anderes. Auf den Enderman. Oh, wo ist er hin? Ach, so viele Creeper auf einmal, die muss ich töten. Oh, wo ist der Enderman hin? Hey, hier ist ein Schlucht. Ich kann sie sagen, werde ich aber nicht. Oh, Moment, ich kann sie nicht sagen. Werde ich aber. Genau da, wo du ihn niemals vermuten wirst. Oh. Wow. Gegen einen Creeper wäre ja langweilig. Gegen wie viele kämpfst du? 2. Und der eine hat den anderen hochgejagt, voll putzig. Ja, und dann kriegt man die Erfahrung für die. Nein! Die Form macht uns Gast sicher. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass einer bei mir einen Stack Fackeln rausgenommen hat aus der Kiste. Ich nicht. Kann nicht. Wer zeichnet auf? Ich immer noch. Gut. Wir könnten übrigens mal tauschen, ich habe da kein Problem mit. Wir wollten noch eh gleich aufhören. Ach so, stimmt ja. Ich farm noch ein bisschen Stein für die Mauer in der Zeit. Lol. Wollte mal gucken, ob ich den Creeper schon im Feuer explodiert. Anscheinend nicht.